Okay, let's go. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Auswanderer hier auf der Niemandsland. So, ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal das Haus hier abgerissen und uns hier eine Hängematte hingestellt. Damit sollte das Schlafen ein bisschen angenehmer werden als jetzt hier. Na, ich check den Bagger hier immer noch nicht ganz, aber es hat geklappt. Wir konnten... So, ich konnte das Haus abreißen. So. Guck mal gerade, dass ich den Bagger irgendwo hinstelle. Gut. Ja, die anderen sind jetzt einfach abgepaced ohne mich. Ich würde mal sagen, ich kümmere mich um das Feld hier. Einfach mal loslegen mit der Arbeit hier. So. Ah, da kommen sie, glaube ich, gerade wieder angefahren. So. Dann fahren wir mal ein bisschen vor. Und dann geht's los. Dann machen wir hier mal ein bisschen einen schönen Hof draus. Aber das ist ein bisschen ein kleines Feld, oder? Ich mach das mal ein bisschen größer. Ist ja, geht ja mal gar nicht hier. Können wir ja keine gescheite Landwirtschaft betreiben. Hi. Hallo. Was hast denn du dir so vorgestellt? Hast du Lust auf Tiere oder sowas? Wir wissen nicht, Tiere ernähren, Junge. Ja, mit Futter. Ja, und wo nimmst du das Futter her, wenn ich stehlen? Ansehen? Ja, ich bin gerade hier mal am Feld pflügen. Ja, und der
Leo, der kommt gleich mit einer Seemaschine. Da würde ich vorschlagen, sehen wir Hafer an. Bringt viel Geld und bringt Stroh. Ja, können wir machen. Und dann kauf. Was, dann brauchen wir, was brauchen Tiere denn so? Dann rufen wir einen Bauhof an, dass wir vielleicht Kühe im Kuhstall kriegen. Kannst du Russisch? Google Übersetzer regelt. Ja, okay. Wenn du das machst. Jo. Gut, ich mach das Feld hier mal ein bisschen größer, weil mit dem kleinen Scheiß kommen wir nicht weit. Hast gehört? Jo, mach du. Geht dein Funkgerät jetzt eigentlich? Manchmal leise, glaube ich. Warte mal, ich muss doch wieder anders machen. Bestell dir mal ein neues Funkgerät, ne? Ja. Na, warte, halt. Manchmal hier Koordinationsprobleme. So, dann das hier jetzt runter machen. Und dann mache ich hier so eine Ecke fahren. Das wird doch. Oh. Alter, der hat uns wirklich das Blaue vom Himmel versprochen und hier ist eigentlich ja gar nichts. Oh, hier kann ich gar nicht pflügen. Was ist denn da los? Nein. Mist. So. Oder fährt er schon wieder los? Hat er noch nicht alles geholt? Oh, jetzt habe ich gedacht, ich bin schon fertig, aber nee. So.
Ich würde gerne mal wissen, wie viel Geld wir noch haben. Warte mal, ich fahre hier anders ran. Hier noch ein Stück Feld dazu, dann haben wir mehr Platz, um Geld zu verdienen. So. Aber ich muss sagen, dass wir den großen John Deere hier gekauft haben, war schon sinnvoll. So, dann kann ich mich nämlich ans normale Pflügen jetzt machen, dann ist der Feldrand schon mal abgesteckt. Hallo? Ja, du, ich bin's. Moin. Ich bin hier gerade immer noch am Pflügen, ne? Ja. Was macht denn ihr gerade so? Bäume fällen. Ja, das habe ich mir nämlich fast schon gedacht. Ich würde nicht alles Holz verkaufen, sondern lass mal noch ein bisschen was da liegen, weil vielleicht können wir uns damit irgendwie einen Unterstand oder so zimmern. Mhm. Also, da müssen wir nicht extra Holz kaufen, weißt du? Ja. Deshalb, wenn wir die irgendwie... keine Ahnung, ich weiß auch nicht, vielleicht ins Sägewerk liefern könnten oder so. Dass die uns Bretter draus machen? Ja. Können wir Geld sparen? Ja, ich habe jetzt hier schon mal ein paar gefällt. Ich glaube, damit kriegen wir einiges raus. Ja, das wäre ja super. Ich bin froh, dass wir hier den großen John Deere gekauft haben. Damit kommen sie wenigstens auch vorwärts. Gut, aber dann mal bis später, ne? Jo. Tschüss. Ein bisschen ab von der Spur gerade. So, ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir hier wirklich einen rentablen Hof haben. Also das frage ich mich ja schon. Das wird eine Weile dauern.
fahr mal das, mach das Grünland gerade mal weg. Also es ist natürlich ein mega Fortschritt im Vergleich zur Walchen, wo ich ja nur den kleinen Steyr gefahren habe. Aber der hier fährt sich natürlich auch deutlich angenehmer. Moderne Technik an Bord. Da ist es auch ein bisschen einfacher. Mal um. Hallo? Was hältst du vom Backsteinhaus oder sowas? Ah, irgendwas, was nicht so viel kostet. Es kostet 10.000. Und sind genug Zimmer drin für uns drei. Okay. Ja, dann können wir das machen. Können wir ja nachher noch kurz besprechen. Jo. Hast du den Katalog da? Jo, warte, ich komme auch rüber. Ja, ich mach dann gleich Feierabend, warte. Bis gleich. Ja, ich jetzt gleich auch. Wäre eh nichts gewesen. Ja? Wären Kartoffeln drauf gewesen. Wäre eh nichts gewesen. So, Achtung, ich fahr zurück. Du. An den Hof, haha. Die Kartoffeln sind, glaube ich, eh verfault. Ja, das war alles kaputt. Hat sich seit Jahrzehnten keiner mehr was drum gekümmert. So. So, zeig mal her dein Prospekt. Ist denn? Ja, hier, im Container. Ja. So. Ja. Hier hinten eine Dekoration. Ach so, meinst du, ja. Hellbraune Haus. Oder das rote. Oder das alte rote. Bei den zwei könnten wir das Holz verbauen. Ja, für einen Dachstuhl auf alle Fälle. Naja, und auch für die Fenster. Türen ja. Und alles. Ja, können wir machen. Dann rufe ich die an. Ich habe auch noch einen Kuhstall bestellt. Da muss ich nur noch anklicken, welche Größe, einen kleinen oder einen großen? Einen großen, aber ist die Fläche schon vorbereitet? Ah, die Fläche, ich meine, das passt schon hier mit hin, ne? Wo hier? Hier willst du das Ding hinstellen? Warum nicht? Da ist ja kein Platz. Und hier ist ja auch Holz weg, ne? Nur noch aufgeladen ja, worden. Ja, aber das muss ja erst noch alles weg. Das geht ja schnell. Wir müssen das hier ausplanieren. Wir müssen hier eine ebene Fläche hinzimmern. Das dauert schon noch. Mal einen Schritt nach dem anderen, ey. Du machst uns bankrott. Wo fährt denn der jetzt hin? Gut, ich mache jetzt aber mal Feierabend, ne? Ja, ich auch. Jo. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaut am Mittwoch wieder rein. Da geht's hier weiter. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.